Ja, was ist? Und geht schon. Nicht. Aber schreibt mal was. Ah ja, Penis. Er schreibt Oh, Penis noch hallo. rein. Jetzt bin ich im Stream. Das gibt's doch gar nicht. Er schreibt Penis einfach rein. Erstmal wegfahren. Kriegt mal Abos da lassen. Ich höre grad nix. Warte, muss leiser machen. Ja? Jetzt erstmal nicht blockieren. Warum? Weiß ich gar nicht. Ja, blockieren kannst du mich oder so nicht, weil ich bin der Oberboss drinne. Manchmal schießt auf die drauf und die gehen gar nicht tot, selbst bei Terroristen, Alter. Ja. Fotzentrick, da. Abo bei Dennis Dalla. Hätte ich jetzt besseres Internet, könnte ich auch wieder Rambo-Videos machen, aber da geht meine FPS hoch. Runter. Man kann mich nicht immer bewegen zurzeit. Ich kann Battlefield und Ding so machen, aber bei Rambo geht nicht. Ich weiß nicht warum. Vier Zuschauer gerade, ja? Meinst du jetzt nur aufnehmen oder? Nee, Livestream. Ja. Livestream kann ich nicht richtig machen. Geht meine FPS zu weit hoch auf einmal, weil Internet zu schwach ist. Das mach ich erst mal, wenn ich ein Bi. Ha? Irgendjemand hat Dislike. Welches ist das da? Dislike. Ja, welches Video? Der Livestream. Scheiße, von denjenigen sehe ich bis jetzt nicht. Ist zwar kein FIFA, ne, aber Rambo läuft drin. Jetzt steht auch in ihre Netzwerk-Upload-Date reicht möglicherweise nicht aus. Ja, scheiß Internet. Jetzt hat noch einer geliked. Ja, das war ich. Ja, wenn einer gutes Internet hat, ich kann euch hier die Daten von euer geben, dann könnt ihr es live streamen. Also von eurer Sicht dann aus. So habe ich das früher gemacht im Clan. Dann habe ich meine Daten weitergegeben. Aber derjenige braucht das starkes Internet, ne? Weil sonst bringt es nichts. Alex, ja? Wenn du willst, kann ich machen, aber ich muss über die GPU dann streamen und nicht über die CPU. Ja, über die Grafikkarte, ja? Ja. Ah ja, klar. Kann ich dir die Daten geben, warte mal. Kann man nämlich... Ich kann einfach nur irgendwann mal erklären, wie es geht. Wie was geht? Also wie man bei OBS über GPU dann macht. Alles erklären. Ja, was für Grafikkarte hast? 1050 Ti. Ja, aber von nicht AMD, ne?
Nvidia. Ja, das ist besser sogar noch. Eigentlich. Ja, du kannst doch normalerweise jetzt da schon irgendwo rein und das einstellen alles. Ja, mal später. Und dann gebe ich dir nachher die Daten. 5 Zuschauer, was geht? Womit streamst du? OBS oder? Wie, ne, Alex? Ich habe immer mein eigenes Ding hier. Ja, worüber streamst du? Wie meinst, wie rüber? Über meine Grafikkarte. Welches Programm? Ich habe kein Programm, das ist von meiner Grafikkarte. Du hast Nvidia? Ja, nein, Also AMD. MSI habe ich doch gerade, ich habe ein MSI-Ding, aber von AMD. Und da ist ja so ein eigenes Programm drauf. Ich kann es dir mal hier zeigen, weil wir sind ja eh gerade hier drinne. AMD-Setting. Ja, warte, ich bin gerade nicht da. Ich habe über das hier, wenn du gleich drin bist. AMD. Sag ich ewig noch eine alte Grafik Karte RX 480er. Ob sie überhaupt noch mithalten kann. Du müsstest deinen zweiten Account den Namen ändern. Was? Egal. Wer? Also das nutzt. Ich könnte ja entweder das. Warte, ich hatte GeForce nochmal. Da kannst du auch den Leistungs-Shoppen, wenn du willst. Ja, über Nvidia geht's oder so einfacher, finde ich. Da gibst du nur nachher, das kann ich dir jetzt gleich hier ändern, alles nochmal. Ich kann ja nicht hier alles schon vorbereiten, weißt? Ja. Warte, gehst hier auf Ding. Jetzt kannst du kurz zuschauen, wie ich das hier mache. Alex, lass später, Mann, ich muss jetzt essen. Das kostet 6,50. Machen wir das dann später? Ja, ich zeig dir das, dann kannst du das Video kurz anschauen. Das geht ja ganz einfach. Gehst einfach hier auf Ding. Siehst ja dann nachher, kannst du kurz durchschauen, dann jetzt live und dann änderst du wieder von FIFA auf Ding rüber. Nicht speichern, verpiss dich. Dann FIFA raus. Dann machen wir einfach hier Schnambo rein. Gaming. Brandneues. Das machst du einfach wieder weg. Du kannst dann später dein eigenes Ding hinmachen. Aber früher hab ich das immer auch so gemacht mit meinen Leuten aus dem Clan. Wenn ich scheiß Internet hatte, wenn die anderen besseres. Mach's einfach hier so. Rank. Aus dem Haus. Das war's eigentlich. Mal gespannt, wie viel heute drin kommen. Moment, bin ich auch mal gespannt. 7 Zuschauer haben wir komischerweise. Das verstehe ich aber auch nicht. Aber alles okay. Ja, das waren mal die Erfolge auf der PS4. Und der Platz war mal der 5. DSBL, 3. Liga, Pro League, 5. Platz gemacht. Jetzt haben wir langsam anknüpfen, die Scheiße, ne? Hier sieht ihr mal alles von meinem neuen PC, wo ich gerade am Werken drin dran bin. Noch 2 Grafikkarte fehlt mir noch und wie gesagt meine SSD-Karte brauche ich noch 2 Sachen. Was ist denn die SSD? Ich hole keine SSD, ich hole die, schnellere. Die MSI ist günstiger. Für 26 Euro kriege ich die schon. Und sind auch schneller eigentlich wie SSD. Hole ich mir 2 Stück davon, 128, die andere, wo ich zahle mit RGBs, ich mache ohne RGBs dran, zahle ich 50 und so zahle ich zwar 3 Euro mehr, aber habe auch mehr halt zum draufmachen, also mehr Speicherkapazität. Das ist halt der Vorteil wieder dran.
Sieht zwar scheiße aus, aber Hauptsache die Dinger sind besser. Hast du wieder AMD-Grafikkarte? Ja, ich bin überlege, ich kann mal kurz zeigen, welche ich holen will. Sehe ich ja gerade alles live jetzt mit, ne? Das ist gerade das Ja. Geile. Oh, jetzt hast du eine schöne Endlich gerade. Was habe ich? Eine Endschleife. Schleife drinne. Ja. Wie meine Schleife drin? Da streamt jetzt dein Stream, wo du gestreamt hast, wo du dein Ziel änderst und dann geht das immer so weiter. Ja, ich weiß. Aber es ist ja gleich weg. Also ich will hier die Ars Rock von, also auch von Ars Rock. Rocky Rocco, und das ist alles von Ars Rock habe. Die Vega 56 Phantom holen, weil den von habe ich alles von Phantom, weißt? Fast alles, außer halt das Netzteil. Das Netzteil ist halt von Enermax. Und die Wasserkühler auch. Aber die soll nicht schlecht sein, die ist unter der 1080, also die kommt gut Ich dran. bin nochmal weg, ich bin wieder ja da. Die Grafikkarte. Ja. Außer was mich halt stört bei der Grafikkarte, Boost-Takt, ne? Hat sie nur 1471, aber du kannst sie übertakten noch. Das ist das Geile. Und von daher müsste es eigentlich gehen, und für 270 Euro kannst du eigentlich nichts sagen für die. Weil wenn du mal nachschaust, wenn du die 270er holst oder die andere Scheiße, die kosten alle 500 Euro, ey. Die kannst du in Mülltonne kloppen, alles. Wenn wir jetzt hier mal schauen, die RTX. Sagen wir jetzt 270er. 600 Euro ist wieder hochgegangen. 580 Euro. Guck dir das mal an, ne? Oh, die war schon mal billiger. Ah ja, die gehen immer hoch runter zur Zeit. Und ich sag ja, die Vega, die ist jetzt gerade wieder runter. Die ist total runter. Und die soll eigentlich. Am Anfang haben voll viel geschrieben, die soll scheiße sein und so. Wird zu schnell warm, dies und das. Aber sie haben ja neue Updates bekommen und alles. Und ich finde die 260er. Mit 6 GB ist halt zu wenig. Das ist scheiße. Ich brauche schon 8 GB. Finde ich jetzt, wenn du Livestream machst und alles. Gerade. Und die andere von die ist leider zu teuer. Die kostet über 700 Euro. Ah, die ist jetzt ein bisschen runtergegangen, geil. 16 GB hätte sie jetzt. 664 Euro. 16 GB hätte sie gehabt, ja. Die wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber die ist mir zu teuer. Weil die kommt wirklich an die 2080 schon dran. Aber nicht an die Ti. Die wäre jetzt auch geil. Oh, ich habe mein PC erst neu. Weil ich hole mal jetzt, ich zeig dir mal, also das, was. Die habe ich mir jetzt geholt. Also bestellt, die 16 GB Arbeitsspeicher. Statt die anderen. Warte mal, ich kann dir mal zeigen, wo ich da vorholen wollte. Die sind jetzt halt ohne RGBs. Und ich wollte normalerweise auch von ASRock holen. Genau die hier. Was heißt nicht ASRock, also von Team Group ist das auch. Die wollte ich dann von Calibur. Da steht dann noch Phantom Gaming drauf, weißt? Extra nochmal. Weil geil sehen sie schon aus. Ja, das auch Aber schon gefallen. die wären mir jetzt gewesen, obwohl sie unten sind. Sie kosten jetzt gerade 16 GB 118. Alles aber mit Mehrwertsteuer 132 Euro. Und habe ich mir gedacht, yes, Mann. Und für die anderen habe ich jetzt insgesamt 86 gezahlt mit Mehrwertsteuer. Also habe ich gut was gespart. Und scheiß auf die RGBs, weil wenn du überlegst, Wasserkühler habe ich überall RGBs dran, an Tower habe ich RGBs dran, dann an Netzteil habe ich RGBs dran, also ich habe 8 Ventilator, also Dinger da, wo überall RGBs dran hänge. Von daher ist es gerade wurscht, ob ich jetzt da das Ding dran habe und dann noch mein Motherboard hat es RGBs dran. Also von daher ist es eigentlich puschte Kuh, es ist genügend Bling Bling drinne. Aber erstmal zählt eh die Leistung. RGBs kannst du dann später machen. So sieht's aus. Und zu den Dingern jetzt, was ich holen wollte. Warte mal, wo haben sie die SSD? Will ich hier. Kann man M3 kann man jetzt schon holen, aber ich hole die M2. Warte mal, wo haben wir dich? Auch von derselbe Marke, Team Group. Hier für 26 Euro. Zack, scheißegal, die reichen 2 Stück, komme ich günstiger von, hab mehr davon.
Angeblich sind sie ja schneller, viele sagen, das merkst du eigentlich gar nicht, aber manche sagen, das merkt man halt, aber ich hab mich damit vorhin auch mal beschäftigt oder hat längere Zeit, aber ist mir scheißegal. Günstiger sind sie definitiv als wieder andere Scheiß, weil ich hätte jetzt da das andere geholt, wie gesagt. Das wäre mit RGBs nochmal dran. Aber wie gesagt, die sind drauf geschissen. Machen wir dich hier. Mal. Ich meine, geil sieht schon aus. Schade. Warte mal, wo sind sie jetzt genau hier? Das wäre das gewesen. Auch mit Phantomzeichen nochmal drauf. Das sieht dann so aus. Aber ist drauf geschissen. Wie gesagt, ich habe genügend Bling Bling drin und ich könnte es immer noch irgendwann später holen, wenn ich will. Ja. Du und der Rest, yes, danke. Schaut einer gerade mir zu, geil. Und jetzt spiele ich ab und zu Battlefield 3. Aber Battlefield 3 sind auch nicht mehr so viel auf dem Server drauf. Ist halt ein bisschen Abfuck. Wasserquelle hast du schon gesehen von mir, ne? Nee, ne? Ändern. Warte mal, kann ich dir auch mal zeigen. Von Enermax habe ich den. Wo haben wir dich, du Scheißdreck hier? Enermax, wo bist du da? Na? War das? War das nicht? Da ist er. Das ist auch ein cooles Teil. Das ist ja hier noch mit Wasserpumpe drin, da siehst du auch richtig der Zähler alles drin. Später. Da sind auch die RGB schon dran, überall. Netzteile habe ich auch alles von derselben Marke, auch von Enermax. Das ist das Coole. Ja, das ist echt gut, wenn man alles halt von einer Marke. Ja. Das war jetzt unterschiedlich. Ich meine, ich hätte. Ah, jetzt kostet der 121. Jetzt ist das Ding runtergegangen. Guck dir das an mit drei Stück, Mann. Das wäre noch besser. Scheiße, Mann. Jetzt ist das Ding günstiger geworden. Fick dich, Mann. Mal schauen, wir haben halt wie gesagt nachher noch Training für Rainbow Six. Vielleicht mal heute Nacht oder so, weil wir haben eh Wochenende. Für mich Wochenende, muss ja nicht arbeiten morgen, manche müssen arbeiten, ich nicht. Wie gesagt, vielleicht wenn nichts mehr geht in Rainbow, vielleicht heute Nacht zocke ich so nochmal Battlefield 3, mal gucken. Vielleicht werden wir denn zu dritt, wenn der Onside noch dabei ist. Aber jetzt gerade zocke ich keinen. Battlefield 3. Scheiße, der wäre auch geil. Das mit 3 Kühler. Ich finde der mit 2 ein bisschen scheiße einerseits. Aber der war halt günstiger damals. Ja, kostet jetzt immer noch 98, 82. Was habe ich denn noch drin? Motherboard hast du ja schon gesehen, ne? Ja, das habe ich glaube ich. Das müsstest du eigentlich schon gesehen haben. Aber es ist ein geiles Motherboard. Ja, wo haben wir das jetzt, Dinger? Muss noch auf Hardware gehen oder was? Scheint so. Motherboards. Ja, warte mal. Oh, ASRock. Aber ASRock macht also generell geile, finde ich. Motherboards. Baloo hat's ja auch vom ASRock. Ja, wo bist denn du jetzt? Das ist das Falsche. Das ist das auch nicht. Wo ist das 9er? 6er? Ich will nicht das 6er, ich will das 9er. 6er. Da ist es. Wie gesagt, das Motherboard habe ich auch. Da, wie gesagt, habe ich auch noch RGBs alles dran. Oh, das ist ein Hammergerät, ist das. Genau auf Details. Ich kann halt 3 WLAN-Kabel reinmachen an den Scheißding. Kannst total drüber hauen, Alter. Kann ich eigentlich, warte mal. Ich muss kurz schauen. 64 oder habe ich 32? Arbeitsspeicher. Ja, das Memo sieht geil aus. Oh, das ist geil.
Ja, das halt jetzt erstmal. Steuerung, aber. Kann man machen. Ja, das hat mir. Was hat es mir gekostet eigentlich? 280, bisschen mehr habe ich gedacht, also fast 300. Guck mal, jetzt ist auch unten 265, hätte ich ein bisschen gewartet. Ist halt so, ne? Scheiße. Aber ich will jetzt kurz. Hä, normalerweise ist doch auf. Ding. Steht das jetzt hier nicht drin? Ne? Sogar noch ein Dings habe ich drin. Extra Soundkarte. Fünf Sterne. Weil normalerweise ist nur zu empfehlen. Dieser Board läuft mit einem i9 hat er drauf. Corsa Pro Wasserkühler. Ah, von Corsa, der mir Lastlüfter. Ich kann, das Geile ist auch, das Motherboard kann ich ja voll übertakten, ist extra dafür gemacht, ne? Das ist auch richtig geil. Einfach zu bedienen, Bluetooth, 5,0 WLAN habe ich drin, 1,73 GB, einfach nur schnell. Im Zubehör auch WLAN und Bluetooth-Antenne mitgeliefert, LED-Beleuchtung auf dem Board, wirkt sehr edel. ASRock. Wird immer mehr zum Geheimtipp und steht eh und ja, die werden immer besser zur Zeit. Ne? Aber eigentlich wollte ich mir das von Touch hier erst holen. Das sieht auch geil aus. Von Touch, warte mal, wo haben wir das? Also, das ist auch geil von Touch gewesen. Da haben wir es doch. Ist das das? Ja, das ist das da, glaube ich, gewesen. Weil das ist auch ein geiles Board. Aber nicht das 370er, ich wollte das 390er, warte mal. Das ist ein älteres, ich brauche das 390er. Erst das 470er schon draußen von denen. Das zahlt 251, das ist noch günstiger wie meins. Da muss es noch weiter unten sein. Tachi, 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 wo bist denn du? Na? Was ist jetzt? Da ist es, 292. Das ist auch ein geiles Board. Geiles Motherboard, ey. Das weiß von ASRock da auch. Das ist Formel 1, F1 glaube ich gewesen, ja, aber das sieht auch geil aus. Und das ist von Touchy, das ist auch ein geiles Ding, ist auch sehr gut bewertet. Z93. Ja, das hat sogar genau dieselbe Anschlüsse wie meine auch. Drei WLAN-Anschlüsse. Also LAN-Kabel kannst du anschließen, drei Stück. Das Weiße kann man noch kurz mal nachschauen. War das davor, glaube ich, auf der ersten Seite, ne, glaube ich. Glaube ich nur auf die erste. Meinst du das AB350er? Oder das AB, ja, das ist auf dasselbe 350er, glaube ich. Oder welches Weißes meinst du? Doch da, Wally? Ja, warte, war, was er davon? Oder meinst du das 270er? X370. Ah, das da. X370er. Ja. Das K, K war, mit K war das, glaube ich, gell? Killer. Ja, das sieht auch geil aus. Das halt dann noch mit weißen RGBs hast, schon geil. Ryzen, ne? Ryzen, also für AMD eigentlich schon. Ja. Das ist nicht schlecht, ne?
Ja, ich nehme eigentlich jetzt auch ASRock, weil wie gesagt, ich habe das jetzt auch ein Motherboard von der Marke halt drin, ne? Obwohl eigentlich Asus oder MSI sehr stark immer noch drin sind. Sind ja immer noch führend. Anschluss ist halt roh, finde ich, Mangelware halt, ne? Hast kein WLAN, hast halt den Kabelanschluss fürs Handy halt mit dem 10er Ding drin, aber nur ein LAN-Kabel drin. Ist halt ein bisschen schade, finde ich. Aber was hat denn das für Dinge? AMD X370er, also ist nur für AMD. Grafik unterstützt. 16 GB. 7.1 hat auch extra Audio, also Soundkarte drin, das ist klar. Aber bewertet ist gut, nach lange Warten kam eine Visa-Update, ist meine Ryzen beschleunigt hat. Muss leider beim RAM etwas runter dafür. Also von der Übertaktung wahrscheinlich. Aber sieht schon geil aus, das Motherboard. Ja. Hast du auch AMD oder Intel? Ja, Intel. Intel. Ja, willst du wechseln oder auf Intel bleiben? Ich glaube, ich bleibe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern nochmal ein Video angeschaut, auch weil ich habe jetzt CPU die 9. Generation geholt, den i5F. Warte mal, was war denn das? Jetzt bin ich blöd. CPU, haben wir hier nochmal CPU kurz. CPU, ja, ich habe doch den i5er. i5, i5, wo bist du? Ah, da ist er doch. Ich habe den hier, den i5 9400F. Also, den habe ich von Intel. Der hat halt keine Grafikkartenunterstützung. Und dann ist halt der einzige Nachteil ist halt, wenn deine Grafikkarte im Arsch geht, sozusagen, dann geht auch nichts mehr. Dann ist Pustekuchen, weil alle anderen von Intel haben meistens halt eine Grafikkarte Unterstützung noch drauf. Und der halt nicht. Aber viele sagen, dadurch ist es halt noch besser, die Qualität. Aber man merkt halt nichts von den Tests. Steht halt nicht viel drin, dass du riesige Unterschiede merkst. Manche schreiben ja, manche nicht. Aber der ist da. Es gibt jetzt, glaube ich, drei neue. Der i9er noch was, der hat auch keine GPU, also Unterstützung drin. Die sind halt ohne. Aber sechs Ja, Kerne. ich habe auch Deko 1000. Und ich habe, wie gesagt, letztens mal einen Vergleich gemacht von dem, wo ich jetzt auch bestellt habe und auch zu ein Ryzen, was war das? Ich weiß jetzt nicht, ob das der 2400er war oder der 2600er, weiß ich nicht. Aber man merkt halt, wenn die das vergleichen von den Spielen auch her, von der FPS, kommt AMD nicht dran an Intel. Das ist das Witzige. Und die haben schon gut aufgeholt, das schon auf jeden Fall, aber an dem Prozessor kommen sie nicht dran. Obwohl jetzt der ganz neue soll ja 16 Dinge sind, keine haben, ne? Ja, ist auch. Also, das ist schon heftig, weil Intel kommt gerade mal um 12 bis 14 Uhr dran. Wenn überhaupt. Bis 12 sind sie jetzt gerade dran. Weil da wird der Preis auch deutlich hoch sein. Ja, ich weiß nicht, 16, wir ja. können mal kurz schauen, was der was das. Intel raus. Ob es den neuen schon überhaupt auf dem Markt geht, gibt. Wie hieß der neue nochmal? Das war ja nicht der 7er, oder? Doch. Das muss doch der 7er sein. Der 7er ist der neue, oder? Bei Intel oder bei D? Bei AMD. Ryzen. Ist das der hier schon? 329. Nee, dann 30.000. Ach nee, der 9 ist das. Neuner. Ja. Ist das nicht 7er, der wo jetzt von AMD? Also der 9er ist mit 60 Jahren. Aber der ist noch gar nicht draußen, glaube ich, oder? Kein, glaube ich. Ich habe es bei Google ein paar Mal eingegeben, Ryzen haben die Ryzen 9. Kannst du kaufen.
Warte mal, ich kann mal kurz schauen. AMD. Neue CPU. Ich konnte jetzt also ein Ding da reinziehen, aber habe ich keinen Bock drauf, so ein Video davon. Oder wird das oder so gesperrt? Das ist halt das Problem, das Video von mir dann jetzt. Oh ja, immer noch 5 Zuschauer, das ist witzig. Geil, Mann. Weil hier ist auch der. Spielst du deutlich weniger? Ja. Boom. Schon komisch, hä? Spielst du mehr als weniger Zuschauer? Machst du sowas, hast mehr Zuschauer? Ja. Ja, schon komisch. Was hat denn der hier von? Achso, das ist die 20er. Ja, die 20er, das ist halt ewig teuer. Grafikkarte. Aber wie gesagt, AMD finde ich halt noch nicht. In den Grafikkarten haben sie, kommen sie wirklich dran, muss man sagen, in Nvidia und so. Aber an der CPU von Intel, finde ich, kommen sie nicht irgendwie dran, bin ich nicht überzeugt. Grafikkarten, ja, die zwar. Da gibt es genügend, wo sie dran kommen. Aber mir bringt das jetzt auch nichts, wenn ich jetzt die. Ich könnte jetzt auch die 16er 1660 Ti nehmen, aber die bringt mir nichts. Endeffekt mit 6 GB und sowas. Das ist ein Schrott. Hier, guck die 1616 Ti mit 6 GB. Das ist doch ein Schrott, ist das, Mann. Warum macht man das 6 GB? Wie kann man so behindert sein, ne? Siehst du doch. Die ist zwar günstig, 300 Euro, aber das ist Schrott. Einfach nur Schrott ist das. Aber der Bose-Takt ist höher wie die ich haben will. 1875 und die, wo ich holen will, hat 1400, also schon heftig. Und, aber die schluckt auch 130 Watt. Die von mir 210, die ich holen will. Schluckerin ist das. Ti, 11 GB, Alter, leck mich immer 1248. Die wird jetzt Bombe, Alter. Aber ich werde es nicht von Asus holen. Da Engine kriegt die Originale. Also die richtige. Tschö, 8 GB, 2080. Ja, die ist teuer, Mann. Auch die 2070, 558, Alter, leck mich im Arsch und ist keine Ti, nix. Hat zwar 8 GB, aber ist mir jetzt teuer. Auch von Asus. Selbst meine, wo ich jetzt noch habe, ne, drinnen. Warte mal, kann man kurz mal schauen. Hersteller. MSI. Mal gucken, ob die sie noch hier drin haben. Eigentlich müssten sie die noch hier drin haben. 1060er, 1050er, nee. Doch letztens noch gesehen, die kostet auch noch fast 300 Euro.
Muss auf Serie gehen, warte mal, hier war das. Na, wo bist du jetzt? Ist jetzt blöd oder was? Was, der hat ja gar nicht hier drinne. Die 480er. 470er hat er drinne. Auch nicht. Das ist scheiße. Die 590er bringt mir auch nichts. Scheiße von AMD. 850, 580er auch nicht. Vielleicht kriegen wir die hier rein, warte mal. MSD. RX 480. Doch, da ist sie doch. Ich habe aber 8 GB Gaming. Na super. Gab's keinen Volltreffer. Dann machen wir halt mal einen anderen Volltreffer. Zeigt er sie aber noch an. Doch, da ist sie doch. Guck, die habe ich jetzt drin mit meinen alten. Ja, verpiss dich. Das ist meine jetzige Grafikkarte, wo ich hab. War sie noch da? Ja. Seht ihr die Grafikkarte? Das ist jetzt meine aktuelle, wo ich jetzt im Ding drin habe, in dem alten PC jetzt. Was war sie eigentlich relativ noch gut? War Baus Takt sogar noch, hat sie auf 1316. Ah, jetzt. Hat doch sehr gute Bewertung. Die schon Bombe. Dafür, dass sie so alt ist. Könnte man sogar VR machen, sogar. Selbst die hat ja 8 GB, ne? Muss man schon überlegen, die 270er 6 GB, die 260er 6 GB, ist auch ein Witz, kannst du kein Mensch erzählen, Mann. Dabei steht jetzt hier nicht dran, ne? Scheiße, ne. Ah, Gehäuse, da wollte ich mir eigentlich den einen holen. Überlebe ich immer noch am Überlegen. Ich habe mir jetzt schon einen geholt, aber da gibt es einen geil von Enermax auch nochmal.
richtig geil, sieht er aus. Ja, wo bist denn jetzt? Da. In weiß. Sieht er richtig geil aus. In schwarz und in weiß sieht er geil aus. Warte mal. Ja, geh nochmal da runter, du Fotze hier. Ist er noch auf 100? Immer noch 5. Immer noch, ne? Das ist das Witzige. Hier, der wäre auch geil, Mann, im Weiß. Oder ein Schwarziger. Sehen wir noch nicht. Oh, warte, kommt er gleich. Vielleicht soll ich dann die Cry, oder? Das wäre jetzt ein High-End-Gaming-Gehäuse. 460. Was besonders brauche ich nicht. Könnte den 421 aber schon in Schwarz holen. Sieht auch geil aus. Das Geile ist, du könntest komplett eine Marke nehmen, wo ein Netzteil dran ist. Wie gesagt, das Gehäuse dran ist. Kühler, Wasserkühler von derselben Marke nehme. Das habe ich ja fast alles, nur das Gehäuse nicht. Oh, es gibt schon krasse Sachen. Oh, kostet alles, ne? Mega. Mega, mega, mega. Alex. Ja. Überleg mir, vielleicht hol ich mir so ein Be Quiet. So eine Marke. Be Quiet. Da hab ich mein Netzteil. Weil du könnt mir ein, wo der, halt die Seite offen ist. Alter, wie geht das? Haben sie denn drinnen überhaupt, wo die Seite da offen ist? Glaub nicht. Doch, Be Quiet haben die. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt den hier drinnen. Nee, ich versuche aktuell halt. Wenn du einen normalen Account hast, steht auch mit Nachnamen, aber ich möchte ohne, dass das als Hauptaccount genommen wird. Klappt nicht. Die Gehäuse von Big White sind geil. Hab ich Getisch? Ich glaube, von denen habe ich doch jetzt das Gehäuse. Warte mal. Ja, weil ja, aber ich werde mir wahrscheinlich vielleicht einen nehmen, wo die man halt in der Seite durchgucken kann. So, ich muss ja erstmal den Weg machen. Ja, dann Glas oder Plastik. Okay, doch nicht. Hä, welche Scheißmarke habe ich? Tech ist das doch. Tech. Ah, da ist es doch, glaube ich, Intel. In der Tisch. Na, den habe ich da jetzt neu geholt. Immer noch 5 Zuschauer, wieder geil. Gerade waren es 3, jetzt wieder 5. Geile Sache. Das ist jetzt das neue Gehäuse, was ich geholt habe. Jetzt machen wir live kommt, irgendwann mal. Bis jetzt sieht man es immer noch nicht. Doch, jetzt. Jetzt müsst ihr auch sehen, ne? Ist halt komplett glas runter, also du kannst direkt die linke Seite komplett runter schauen und den jetzigen, wo ich jetzt habe, da kannst du auch reinschauen, aber nicht komplett runter. Bis auf dem Boden nicht.
Aber auch das Netzteil, was Enermax macht. Enermax macht ja mit Asus zusammen. Also richtig geile Sachen machen die. Das Netzteil ist auch Bombe, was ich von denen habe. Rainbow? Eigentlich, ja, kann man schon machen. Weiß, machst du auch oder? Dann können wir zocken. Jetzt hier ein kurzes Zeige noch. Besonderheiten. Haben die denn jetzt nicht drin oder was? Enermax. Platin habe ich nicht. Der schöne Platin. Ich habe 700 dort. Bronze. Ah, doch, da ist er doch. Guck, das Netzteil habe ich noch dazu mit den 700 Watt Netzteil mit den Dings. Ventilator-Scheißdinger oder wie die heißen. Lüfter. So, hier da was. Wer hat jetzt? Südkorea hat das schnellste Internet der Welt. Weiß. Krass. Ab nach Südkorea. Naja. Ab morgen zockt man nur noch da drin. Hä? Das Haus auch reworked werden eigentlich auf dieser Season. Glaub schon. Warte, was war die Frage? Ob Haus auch reworked kommt, oder? Nee. Nee, Weil ich habe gerade. Haus nicht. Nee, nee. Ab nächste Season soll ja Big Bang Ding sein. Ja, hoffentlich. Das wird geil, Mann. Nice. Ach so, ich hab. Was für ein Netzteil habt ihr? Also was für eine Stärke? Wie viel Watt? 400. Yes. Das war schon heftig wenig, ne? Glaube ich, habe Ja. 700. Ich habe jetzt, in den jetzigen habe ich 550 drin. Wo ich jetzt neu geholt habe, mache ich 700 Watt rein. Aber brauche ich ja, glaube ich, ey. Das, was ich da drin reinscheppe, alles. Vor allen Dingen die Grafikkarte, die schluckt halt, ne? Die schluckelt Strom, ey. Ah ja, also dann machen wir hier mal aus. Vier Zuschauer haben wir noch.